Hallo und herzlich willkommen zu Curando Feel Good, deiner Gesundheitsplattform. Ich bin Jana und seit vielen Jahren Ernährungsberaterin. Heute bereite ich diese köstliche Kürbissuppe mit roten Linsen und Spinat mit euch zu. Die geht so einfach, ist so lecker, so gesund und vegan. Freut euch auf eine Kürbissuppe mal ganz anders. Und hier kommen die Zutaten. Für einen großen Topf für 4 Personen braucht ihr einen halben Hokkaido-Kürbis. Der ist schon gewaschen, weil ich die Schale mitverwende. Eine Zwiebel, einen gehäuften Teelöffel Kokosöl, einen gehäuften Teelöffel gelbe Currypaste, einen gehäuften Teelöffel Kurkuma, einen gehäuften Teelöffel Currypulver, 3 bis 4 Zehen Knoblauch, 100 Gramm Bio-Babyspinat, der hier ist bereits gewaschen, eine Tasse rote Linsen, Pfeffer, Salz und hier habe ich 1 Liter Wasser, gebe aber später nochmal so 1/4 Liter Wasser dazu. Die Zutaten stehen wie immer unten in der Infobox. Als erstes halbiere ich jetzt mir meinen Kürbis und höhle das Kerngehäuse mit einem Löffel aus. Dann schneide ich den halbierten Kürbis in Spalten zuerst. Und dann in ungefähr gleich große Würfel. Dann schneide ich die Zwiebel, nicht ganz so fein. Den Knoblauch schneide ich in Scheiben. Dann erhitze ich mir den Topf mit dem Kokosöl und dann gebe ich als erstes die Gewürze nacheinander dazu. Die entfalten ihr Aroma um einiges besser, wenn ihr die vorher im Kokosöl mit andünstet. Gebt unbedingt jetzt auch schon Pfeffer dazu, denn das Kurkuma, das vervielfacht seine Wirkung, wenn es sich mit dem Piperin vom Pfeffer verbinden kann. Dann gebe ich die Zwiebeln dazu, dünste das alles zusammen ein bisschen an. Den Knoblauch gebe ich erst später dazu. Wenn die Zwiebeln dann ein bisschen Farbe bekommen haben, gebe ich auch den Kürbis dazu. Dann gebe ich die Linsen mit dazu und jetzt auch den Knoblauch und dann rühre ich alles gut unter und lasse es so ein paar Minuten anrösten, andünsten und dann gieße ich mit meinem Liter Wasser auf. Bis zum jetzigen Zeitpunkt habe ich noch gar kein Salz zugegeben, das mache ich absichtlich so, weil sich angeblich die Kochzeit der Linsen verlängert, wenn ihr von Anfang an Salz dazu gebt. Wenn die Suppe jetzt anfängt zu kochen, dann schalte ich die Herdplatte runter und lasse sie so ganz leicht für 10 bis 12 Minuten köcheln. Die Linsen sind jetzt gar und haben ganz schön viel von dem Wasser aufgesogen und mir ist die Suppe jetzt ein bisschen zu dickflüssig, deswegen gebe ich jetzt noch mal 1/4 Liter Wasser dazu. Das macht ihr ganz so, wie ihr das mögt. Jetzt schaue ich mal, ob der Kürbis auch schon weich genug ist. Ich mag ihn eigentlich ganz gern, wenn er noch so ein bisschen Biss hat. Perfekt! Jetzt salze ich die Suppe erst. Und ihr könnt die Suppe jetzt natürlich auch noch so abschmecken, wie es euch gut gefällt. Ihr könnt noch ein bisschen Chili dazugeben, dass es schärfer wird. Oder auch noch ein bisschen Kokosmilch dazugeben, wenn euch das schmeckt. Ich gebe jetzt den Spinat einfach oben auf die Suppe und rühre dann alles unter. Der Spinat fällt jetzt von ganz alleine zusammen. Das dauert gar nicht lang. Wenn ihr keinen frischen Spinat da habt, könnt ihr natürlich auch Tiefkühlspinat verwenden. Und dann ist die Suppe jetzt schon fertig. Wir können anrichten. Die Suppe duftet so lecker und schmeckt auch genauso.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und eine schöne Kürbiszeit. Wenn du dich für weitere gesunde Rezepte interessierst, schau gerne auf meinem Kanal nach, Corando Feelgood, oder abonniere doch gleich am besten. Ich danke dir. Tschüss.